Ich sage schon mal herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind, liebe Damen, liebe Herren, sehr geehrte Gäste. Herzlich willkommen zum 18. Event in der Reihe Weltethos-Stadtgespräch, unserer Ringvorlesung zu Corona. Wir freuen uns, dass Sie da sind und heute gibt es sehr viele Gründe, da zu sein, denn heute machen wir eine Art Resümee. Wir schauen zurück, wir schauen ein bisschen auf die Vorlesung, auf die verschiedenen Themen, die wir behandelt haben, aber vor allem werden wir heute auf das Tübinger Modell schauen. Und dazu haben wir heute einen Gast. Wir haben eigentlich sogar zwei Gäste. Wir haben Herrn Oberbürgermeister Boris Palmer und wir haben meinen Kollegen, Herrn Dr. Christopher Gohl, der mit ihm sprechen wird über die verschiedenen Aspekte auch des Tübinger Modells. Und Herr Palmer ist gerade noch unterwegs. Er wird gleich zu uns stoßen. Aber ich werde schon eine kleine, kurze Einführung machen, damit wir ein bisschen in die Atmosphäre dieser Ringvorlesung hineinkommen und in die Thematik. Und ich möchte natürlich auch gleich nochmal meinen lieben Kollegen begrüßen. Hallo, schön, dass du da bist. Danke, ich freue mich auch, dass ich da bin. Und wir haben gerade gehört, er ist auf dem Nachhauseweg mit seinem Sohn, der noch Kuchen gegessen hat bei der Freundin. Genau, auch das ist Tübingen. So, dann werde ich mal kurz in die Folien reingehen. Einen Moment bitte. So. So, ich glaube, jetzt ist es gut zu erkennen. Also, wie gesagt, das ist schon das 18. Gespräch, das 18. Stadtgespräch Weltethos, unsere Ringvorlesung zur Corona-Krise. Das ist eine Ringvorlesung, die eben von Herrn Dr. Gohl wirklich konzipiert und organisiert wurde. Da gebührt ihm viel Dank. Das war eine sehr vielfältige und sehr auch manchmal anstrengende Ringvorlesung, weil er ungeheuer viele Expertinnen und Experten eingeladen hat. Wir haben sehr gute Gespräche geführt über die ganz verschiedenen Aspekte. Und natürlich war auch immer wieder Tübingen im Mittelpunkt. Was geschieht hier? Wir haben die Situation hier vor Ort beleuchtet und versucht, aus der Situation vor Ort Schlüsse zu ziehen für das, was in Deutschland oder vielleicht sogar in Europa vorgeht, vorgehen könnte, wo die Probleme und wo die Chancen liegen. Und tatsächlich war ein Bild, das wir auch heute Morgen nochmal besprochen haben, das des kleinen gallischen Dorfes. Also nach der Devise, ganz Deutschland ist im Griff der Corona-Pandemie, ganz Deutschland, Fragezeichen. Ein kleines Universitätsstädtchen im Südwesten leistet Widerstand. Das ist ein Bild, das natürlich die Tübinger gerne kultivieren. So sehen sie sich gerne, dass sie etwas ein bisschen anders machen, dass sie einen eigenen Weg gefunden haben. Und dieser Weg wird ja auch im Augenblick sehr stark diskutiert, eben der Tübinger Weg oder das Tübinger Modell. Und darauf werden wir heute schauen. Und wir werden feststellen, dass dazu auch gehört, wie im gallischen Dorf, dass man viel redet. Ja, die Gallier streiten ja auch mal gerne. Und auch das spielt in Tübingen durchaus manchmal eine Rolle. Wir haben in unserer Ringvorlesung, in unserem Stadtgespräch viele Gäste gehabt, insgesamt 43 Gesprächspartnerinnen. Und das zeigt schon mal die Bandbreite, die wir versucht haben abzudecken. Forschung, Lehre, die verschiedenen Unternehmer, Lager könnte man sagen, kleine Unternehmen, größere, den Kulturbereich, aber auch die Schulen, viele, viele Bereiche haben wir abgedeckt, haben mit Eltern gesprochen, haben mit Verantwortlichen aus Medizin und anderen Bereichen gesprochen. Also wirklich ein Versuch, ein Panorama zu zeichnen. Was ist Corona bei uns? Was bedeutet es für uns und wie verändert es unser Leben? Diese ganzen Gespräche, die wir geführt haben, die sind nicht nur nicht für die Katz gewesen, sondern die sind auch durchaus dokumentiert. Das heißt, Sie können auf YouTube also sich das alles nochmal in Ruhe anschauen zu den verschiedenen Themen, je nachdem, was Sie interessiert, was Sie nochmal vertiefen wollen. Wir freuen uns sehr, wenn Sie das wahrnehmen und wenn Sie nochmal retrospektiv dann an unserer Ringvorlesung teilnehmen können. Heute, wie gesagt, wird das Gespräch geführt von Herrn Oberbürgermeister Boris Palmer und Herrn Dr. Christopher Gohl, der bei uns am Institut tätig ist und der sehr stark engagiert ist, gerade auch im Bereich der Dialoge, der Demokratieentwicklung, der Demokratiepolitik. Das heißt, er wird sicherlich auch Dinge erörtern, die man sonst vielleicht weniger hört, wo viel über Virologie, ja, über Inzidenzzahlen die Rede ist. Er wird auch mal, glaube ich, beleuchten, was bedeutet das für eine Gemeinschaft? Wie geht eine Gemeinschaft mit einer solchen Herausforderung? Ich bin jedenfalls sehr gespannt, wenn darüber diskutiert wird. Und wir haben uns überlegt, dass wir diese Diskussion an drei Fragen entlang organisieren wollen. Ich bin ja quasi als Moderator vorgesehen, aber ich bin sicher, bei so dialogerfahrenen und kommunikativen Menschen wie den beiden wird gar nicht so ungeheuer viel Moderation nötig sein. Und da sehe ich schon, Herr Palmer ist auch eingetroffen. Hallo, herzlich willkommen. Das ist aber schön. Hallo, Herr Villhauer, können Sie mich hören? Ja, ich kann Sie hören und ich kann Sie sehen. Herzlich willkommen. Gut, Entschuldigung für die Verspätung.
Das ist überhaupt kein Problem. Wir haben schon gehört, dass Sie auf einer wichtigen Kuchenmission waren. Und deswegen. Das ist korrekt. Ich versuche auch noch das Familienleben irgendwie hier unterzubringen. Und mein Sohn hat dann Vorrang vor dem pünktlichen Beginn. Bitte um Nachsicht. Nein, vollkommen in Ordnung. Sie haben auch gar nichts bisher Wichtiges verpasst. Ich habe einfach unsere Gäste begrüßt, habe nochmal einen Blick zurückgeworfen auf die Ringvorlesung, auf das Stadtgespräch Weltethos und habe einfach nochmal gesagt, wir wollen heute zum einen ein bisschen ein Resümee ziehen. Wir wollen aber vor allem das Tübinger Modell nochmal genau anschauen. Das wurde schon das Bild vom kleinen gallischen Dorf aufgerufen. Ja? Also wir machen es anders und wir versuchen einen eigenen Weg zu gehen. Und ich habe schon gesagt, wir wollen an drei Kernfragen ein bisschen entlang diskutieren. Nämlich zum einen, was haben denn diese verschiedenen Stadtgespräche, die Beleuchtung der verschiedenen Aspekte uns gelehrt? Was können wir aus den verschiedenen Bereichen lernen? Dann zweitens, was für Erfolge, aber auch Misserfolge kann man in Tübingen denn eigentlich feststellen? Denn wir haben ja hier im Grunde eine Art Laboratorium, wo auch Dinge ausprobiert wurden, man verschiedene Wege auch versucht hat. Und dann eben die Anwendung. Es fragen sich ja immer mehr Menschen auch außerhalb, ja, was können wir denn für unsere Kommune eigentlich von dem Tübinger Modell lernen? Können wir da Dinge anwenden? Ist Tübingen nicht vielleicht ein sehr spezieller Fall? Also was sind die Bedingungen, unter denen man quasi skalieren kann und übertragen kann? Das ist, glaube ich, etwas, was viele Menschen interessiert und weswegen ja auch über das Tübinger Modell medial so stark im Augenblick berichtet wird. Ja, das ist ja auch ein Hoffnungsschimmer für viele außerhalb, sage ich jetzt einfach mal. Also das war die kleine Einführung. Wenn auch Fragen sind und Anregungen, wir freuen uns, wenn Sie uns schreiben. Melden Sie sich gerne. Wir haben hier die E-Mail-Adresse nochmal eingeblendet. Und ich stoppe jetzt das Bildschirmteil. Wir gehen zurück in die Diskussion. So, ich glaube, jetzt ist es gut zu sehen, oder? Jawohl, super. Sehr die gut. Aktenstapel sind sehr beeindruckend. Ja, die habe ich extra hier aufgebaut. Normalerweise ist da alles leer, aber für so ein Gespräch, ja, wenn so viele Leute zuschauen, soll es ja auch gut aussehen. Also, herzlich willkommen nochmal. Ich freue mich, dass wir dieses Gespräch führen können. Wollen wir vielleicht einfach mal damit beginnen, dass Sie, lieber Herr Oberbürgermeister, uns nochmal sagen, was beschäftigt Sie denn jetzt punktgenau gerade heute? Also als Einstieg einfach, was, aus welcher Situation kommen Sie gerade so als kleine atmosphärische Einstiegsmöglichkeit? Ja, ich merke, dass das Tübinger Modell seit heute sehr unter Druck ist. Nach dem Interview der Kanzlerin bei Anne Will, wo sie ja sehr klar gesagt hat, der dritte Lockdown muss kommen, zur Not erzwingt sie ihn auch gegen den Ministerpräsidenten. Und jetzt werde ich vor allem von Journalisten bestürmt, ob damit die Kanzlerin nicht auch dieses Modell praktisch schon beendet hätte. Und nachdem in der ersten Woche sehr viele fast schon euphorische Berichte erschienen sind, kommt jetzt die zweite Welle, ist immer so, Hegelsche Dialektik, wissen wir als Tübinger, wo dann ganz viele kritische Fragen gestellt werden. Manche davon gehen bei mir auch so aufs Konto, ihr habt sonst keine Probleme, oder? Also zum Beispiel wurde ich gefragt, ob das nicht ein Geschmäckle hätte, dass uns die Firma Paul Horn die Zwischenfinanzierung für die Tests gemacht hat, statt dass man sich freut, dass wir auf die Art und Weise schnell an Tests gekommen sind, oder ob ich Angst hätte vom Rechnungshof, der dann die Verstöße gegen die Vergabekriterien rügen würde. Da antworte ich dann immer, wir machen jetzt Pandemie und nicht Bürokratie. Also da ist auch viel Erbsenzählerei dabei. Aber es ist jetzt erkennbar so, dass ich sozusagen an vielen Stellen unter Druck gesetzt werde und manche sich wohl auch das Scheitern des Versuchs wünschen würden, insbesondere diejenigen, die der Auffassung sind, dass es zu Lockdowns keine Alternative geben darf. Sind Sie denn durch Ihre Erfahrung ein bisschen gestellt für diese Auseinandersetzung? Denn Sie haben ja hier auch zivilgesellschaftlich einiges auszustehen gehabt. Es gab viele Diskussionen, es gab viele Auseinandersetzungen auf den verschiedensten Ebenen. Wie war das ein Lernprozess, auch dass Sie sagen, ich kann mit bestimmten Argumenten, bestimmten Sachen jetzt besser umgehen als vorher? Also bei der Gelegenheit möchte ich mal unserem frisch gebackenen Bundestagsabgeordneten gratulieren, lieber Christopher Gohl. Das ist toll, dass Tübingen einen weiteren Abgeordneten gewonnen hat, sogar noch einen echten Liberalen, keinen Marktliberalen. Das freut mich sehr und wünsche alles Gute. Ja gut, trotzdem. Ich wünsche alles Gute für diese Amtszeit. Und das ist auch eine Antwort auf die Frage. Also ich glaube, was uns beide eint, ist, dass wir Liberale im Sinne von Verfassungspatrioten sind und dass wir da auch nicht zulassen wollen, dass das, egal von welcher Seite, unter Druck gesetzt wird und dass man an die Stelle des Arguments die Denunziation setzt. Das habe ich die letzten 10 Jahre leider oft aus meinem Lager erlebt. Jetzt gerade erlebe ich es massiv von der anderen Seite. Nachdem ich ja ironischerweise lange als Rassist und Nazi abgestempelt wurde, bin ich jetzt mittlerweile im Fokus der Rechtsradikalen, die mich für den Kopf der jüdischen Weltverschwörung hält.
der, weil ich jüdische Vorfahren habe, jetzt mit dem Tübinger Versuch in Wahrheit zuerst den Leuten ihre Freiheit und ihr Geld nimmt, um ihnen dann mit diesen Tests den Chip einzupflanzen, den Bill Gates produziert hat. Und davon wird gerade mein Social-Media-Account geflutet. Also gegen sowas, egal von wo, muss man sich wehren. Und da bin ich auch fest überzeugt, dass wir da alle zusammenstehen müssen. Und ja, ich habe da schon Erfahrung, das fing schon in der Kindheit an. Ich habe beobachtet, wie sowas mit meinem Vater versucht wurde und wie man sich dagegen, wenn man aufrecht bleibt, auch wehren kann. Ist das ein Thema, das für dich, Christopher, auch eine große Rolle spielt, diese Resilienzbildung in den Erfahrungen und Gesprächen, die man da geführt hat? Absolut. Also ich glaube, was der Boris Palmer gerade andeutet, ist ja auch, was wir im Gespräch schon hier im Stadtgespräch erörtert haben, nämlich die ungeheure Form von Verschwörungsmythen, die es jetzt gibt, die da, ja, denen sich Verantwortungsträger ausgesetzt sehen. Und das macht was mit unserer Demokratie. Die Corona-Krise ist, glaube ich, und darf nicht, aber droht zu einer Demokratiekrise zu werden. Und ich glaube, das, was wir hier in Tübingen gezeigt haben, Demokratie als Lebensform, das ist ein anderes Modell der Demokratie von oben, die wir zurzeit hören und auch dann der Technokratie. Ja, da wird Demokratie ja auch durch Technokratie versucht zu ersetzen, ohne dass man eigentlich im Gespräch bleibt, ohne dass man auf die Ressourcen, auch die Stärke der Zivilgesellschaft bei uns in Tübingen, der Stadtgesellschaft setzt. Von der einen Seite und dann der Verhetzer auf der anderen Seite. Beide nehmen sozusagen von der Zange her, nehmen die Demokratie von beiden Seiten in die Zange und sie kommt unter Druck. Und insofern ist das, was der Boris Palmer, der ja nicht bloß unser Oberbürgermeister ist, sondern auch, glaube ich, Deutschlands bekanntester Bürgermeister, das kann man schon so sagen, der natürlich eine nationale Figur mittlerweile ist und der erlebt es am eigenen Leib. Mhm. Am eigenen Leib, vielleicht können wir das auch mal ehrlicherweise hier sagen, Sie bekommen ja Morddrohungen. Ja? Das ist ja schon so, dass wirklich die Leute Ihnen per Mail alles Mögliche wünschen und wirklich nichts Gutes. Ja? Ja, da ist eine dreistellige Zahl an Verfahren bei der Staatsanwaltschaft und es hat jetzt gerade nochmal einen neuen Schub dadurch bekommen, dass Attila Hildmann aus der Türkei heraus diese Weltjudenverschwörung in Tübingen erkannt und verbreitet hat und dadurch kippt jetzt gerade noch richtig viel Müll auf mir runter. Also das tut mir wirklich leid und ich wünsche Ihnen alles Gute dafür. Was mich immer wieder beeindruckt hat, ist ja der Versuch, den ich bei Ihnen sehe, auch einfach mit Sachargumenten die Dinge voranzutreiben. Ja, also wir haben ja, sagen wir hier das Glück, dass wir jemanden auch an der Spitze haben, der einfach, sagen wir, einen sachlichen Approach hat, der einen sachlichen Angang hat, der versucht zu sagen, sortieren wir doch mal die Argumente. Ja, egal, was man dann daraus zieht und welche Interpretation man bevorzugt, aber hier sind doch mal so ein paar sachliche Grundlagen, über die wir reden sollten. Und das war ja auch eine Erfahrung in unserer Ringvorlesung, dass in den verschiedenen Bereichen wir versucht haben, Leute dazu zu bringen, was sind denn die sachlichen Grundlagen für eine gute politische Diskussion? Vielleicht können wir darauf als erstes mal kurz eingehen, weil das auch noch ein bisschen so eine Art Resümee für unsere Ringvorlesung ist. Was sind denn die Bereiche, Herr Palmer, auf denen Sie, sagen wir mal, versuchen, wirklich Ihr Urteil zu basieren? Wir hören ja viel von Virologen. Es gibt so bestimmte Wissenschaftsbereiche, die jetzt eine unglaubliche Konjunktur bekommen haben, natürlich verständlicherweise. Andere fallen vielleicht ein bisschen eher runter, Psychologen, Soziologen. Ja. Wie schätzen Sie das ein? Also sachliche Grundlagen für Politik, wo schauen Sie da zuerst hin? Ich habe ja, wenn ich die Schleichwerbung machen darf, hier mein letztes Buch diesem Thema gewidmet. Da geht es mir genau um diese Frage, wie kommen wir wieder dahin, was schon Kurt Schumacher gesagt hat, Politik soll mit dem Betrachten der Wirklichkeit beginnen. Und davon verabschieden wir uns zunehmend. Das hat viele Gründe. Die Verschwörungstheoretiker haben wir gerade angesprochen. Aber es gibt auch eine ganz ungute Tendenz im Journalismus und in der Politik, Haltung vor Tatsachen zu stellen. Also zuerst zu fragen, passt das ins Weltbild? Ist das gut oder böse? Und danach die Tatsachen dieser Haltung anzupassen. Und dann ist es zum Beispiel so, wenn man über Probleme mit kriminellen Flüchtlingen spricht, dann ist zuerst die Frage, ist das eine gute Haltung? Nein. Dann sind die Fakten, die da möglicherweise dafür sprechen, schon gar nicht mehr relevant. So ist mein Stempel als Rassist zustande gekommen. Und das erleben wir immer häufiger. Und gerade das liberale Milieu, denken Sie gerade an diese Indianerhäuptling-Debatte, treibt es immer weiter. Meine Partei leider ganz stark davon, ich sage jetzt mal bewusst, infiziert im Rahmen der Corona-Krise, junges akademisches Milieu, da wird immer mehr die Haltungsfrage über alles gestellt. Und weil die sich auch alle einig sind, was die gute und richtige Haltung ist,
kommt denen gar nicht mehr der Gedanke, dass in der Demokratie nicht vorab entschieden werden kann, was richtig ist, sondern dass das immer ein Aushandlungs- und Diskussionsprozess sein muss. Weil sonst könnte ja auch ich mal festlegen, was alles richtig und gut ist. Und dann wäre möglicherweise diese junge liberale Truppe, für die Diversity und Queer und Gender-Sternchen halt mal gut sind, dann wäre die sehr sauer, wenn ich festlegen würde, das ist schlecht. Und so kann es aber nicht gehen. Wir müssen miteinander in Aushandlungsprozessen zu Mehrheitsentscheidungen kommen und können nicht vorab Wahrheiten festlegen. Und da sehe ich im Moment eine große Gefahr, weil nämlich die Milieus, die unsere Verfassung eigentlich tragen, davon betroffen sind. Bürgerliche Schichten, akademische Schichten, linksliberale Schichten sind von dem Virus infiziert, das im Kern antidemokratisch und letztlich anti-individuell ist, denn es wird über Gruppenidentitäten entschieden. Es zählt nicht mehr das Argument, sondern die Hautfarbe des Sprechers. Und das ist eine ganz bedrohliche Entwicklung, der ich mich entschieden entgegenstelle, auch wenn das einen Preis kostet. Und jetzt noch, Christopher, will schon einhaken, finde ich super. Wonach versuche ich mich zu richten, konkret auf die Corona-Krise? Ich stelle eben fest, dass genau das hier auch passiert. Dass vorab schon klar ist, was gut ist, nämlich Lockdown. Weil Lockdown schützt Leben. Und wer Kritik am Lockdown formuliert oder Alternativen zum Lockdown vorschlägt, ist per se schon mal ein Hasardeur, vielleicht auch schlecht, will Menschen gefährden, ist schuld am Tod der besonders Schutzbedürftigen. Und die Frage, ob das überhaupt stimmt, wird nicht mehr wirklich verhandelt. Das haben wir seit einem Jahr gehabt, dieses Problem. Es hat jetzt eine Wendung genommen, weil die Akzeptanz des Lockdowns immer weiter bröckelt. Aber lange Zeit wurde so diskutiert und deswegen haben wir nach wie vor keine funktionierende Corona-Warn-App, die zwar Eingriffe in Datenschutzrechte bringt, aber das Virus besiegen könnte. Wir hatten eben keine vernünftige Impfstoffbeschaffung, weil da Europa first wichtiger war. Kann man ja drüber streiten, aber das Ergebnis taugt halt nichts, wenn man Leute, die das noch nie gemacht haben, beauftragt und am Ende dabei rauskommt, dass die sich mehr über Haftungsfragen unterhalten als über die Impfstoffbeschaffung. So war es eben. Das war überbürokratisiert, wir sind unterdigitalisiert und es sind alles Probleme, die nicht sachlich angesprochen werden, viel zu wenig betrachtet werden, weil man sofort sich mit Querdenkervorwürfen und Fahrlässigkeits- und Hasardiervorwürfen konfrontiert sieht, wenn man es auch nur mal in Frage stellt, ob die Strategie, die wir fahren, so richtig ist, wie sie uns immer dargestellt wird. Auch hier gab es einen Mangel an demokratischer Debatte, an Diskurskultur und auch an der Einsicht, dass es nicht die normativen Fakten gibt. Die Wissenschaft sagt uns eben nicht, was zu tun ist. Sie gibt uns nur bestmögliche Hinweise, wie die Lage ist, aber die normativen Entscheidungen, die kommen nachher aus der Politik, aus der Ethik, aus der Religion meinetwegen, aber sie kommen nicht aus der Wissenschaft. Wissenschaft ist nicht normativ in diesem Sinne und da sind viele Fehler gemacht worden. Letzte Anmerkung, wenn die Kanzlerin im Bundestag sagt, die Wissenschaft sagt uns und daran, danach kommt, dass die Schulen zwei Tage früher zugemacht werden müssen, dann ist das hochgradig abwegig. Sowas kann die Wissenschaft uns nicht sagen. Die Politik kann aus den Daten der Wissenschaft ableiten, dass das nötig ist. Aber die Wissenschaft sagt nicht, wir wollen niemals eine Corona-Warn-App haben, die funktioniert und nur Schulschließungen sind der richtige Weg. Das ist eben gerade nicht Wissenschaft. Und von daher ist die mangelnde Evidenzbasierung und die Überformung der Debatte mit moralischen Vorurteilen ein großes Problem auch in der Corona-Debatte gewesen. Ja, und wird noch stärker. Also wir reden jetzt über eigentlich die Probleme der Demokratie mit Corona gut umzugehen. Ich habe vorher gesagt, Demokratie gerät unter Druck einerseits von der Technokratie, sagen wir mal Ministerpräsidentenrunde und Kanzleramt, die sozusagen im nächtlichen Showdown den Lockdown beschließen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann von denen, die in völligem Unmaß kritisieren und hetzen, vor allem hetzen und die da, ich sag mal, über die digitalen oder über die digitalen Plattformen Verschwörungsmythen verbreiten. Und unter beide Seiten gerät die Demokratie unter Druck. Ich glaube, dass wir lernen müssen und höchste Zeit lernen müssen, wie wir mit Moral und mit Fakten in der Politik umgehen, in der liberalen Öffentlichkeit. Der Moralpsychologe Jonathan Haidt empfiehlt uns, die moralischen Gefühle nicht zu unterschätzen, die Leute haben. Er sagt, das sind die Geschmackssinne, wo wir einen Gerechtigkeitssinn haben, wo wir ein Gefühl dafür haben, was Autorität ist und respektiert gehört, wo wir auch einen Sinn haben für Sorge, Fürsorge, für Fairness, für Betrug. All diese moralischen Geschmacksrichtungen, sagt er, die sind wie der Elefant in uns und der Verstand ist wie der Reiter, der auf dem Elefant sitzt. Der kann den Elefant, wenn der mal losbricht, eigentlich gar nicht gut in den Griff kriegen, aber er kann mit ihm lernen und er kann ihn trainieren und
dieses Bild, dass der Elefant mit dem Reiter durchgeht, ich glaube, das sollte uns zu denken geben, denn wir sehen derzeit überall Reiter durchgehen, Elefanten durchgehen mit ihren Reitern. Und was wir lernen müssen, ist, wieder die Formen zu kultivieren, mit der wir die Elefanten beruhigen, mit der wir die Elefanten geordnet, sage ich mal, durch die Landschaft führen. Und das wird erschwert durch die Digitalisierung oder durch die digitalen Plattformen, die mit ihren Algorithmen alte Muster freischürfen, die wir mühsam sozusagen zivilisiert hatten, nämlich Tribalisierung, also Stammesdenken, Gruppendenken, Kollektivdenken und Emotionalisierung, dass die Emotionen wichtiger sind als der Verstand. Und die Emotionalisierung, die Tribalisierung, das führt zur Radikalisierung und letztlich zur Polarisierung unserer Demokratie und unserer Öffentlichkeit. Und darunter leidet dann nicht nur der Diskurs, wie wir ihn hier im Stadtgespräch jetzt zum 18. Mal versuchen zu führen, nämlich als ein Diskurs, wo man sich zuhört, wo Erfahrungen, auch Emotionen natürlich willkommen sind, aber dann auch abgeklärt gehören durch Reflexion. Das ist sozusagen das Gegenmodell, was wir im Stadtgespräch versucht haben, ist auch das, was in Tübingen häufig gut gelingt. Tübingen ist in dem Sinne eine pragmatische, eine lernende, gesprächsfähige Demokratie. Da hat auch der Boris Palmer seinen Anteil dran. Und auf der anderen Seite dann eben die Demokratie, die kaputt geht, ja, zwischen Technokratie und Verhetzung sich aufreibt. Also ich glaube, das ist ein Demokratieproblem und das müssen wir in Deutschland dringend angehen. Wir brauchen Demokratiepolitik in Deutschland. Okay, gut, klares Statement. Jetzt, das Bild mit den Elefanten wird uns noch lange begleiten, glaube ich. Das ist wirklich so suggestiv, die Elefanten und den Reiter. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, diese Elefanten zu leiten. Und jetzt, wenn ich aus den Gesprächen so ein bisschen ein Resümee ziehe, wir hatten ja hier Experten aus dem Medizinbereich, auch ich erinnere an das Gespräch mit Ingmar Hör und Saskia Biskup zum Beispiel. Aber wir hatten auch Gespräche mit Leuten, die ganz direkt einfach betroffen waren. Das zeigt ja schön diese beiden Ebenen, sagen wir mal, der Einhegung. Das eine ist das wirklich empathische, emotionale. Man spürt, Menschen leiden. Ja? Ich denke an die Menschen, die jetzt in ihren Wohnungen sitzen und einfach nicht raus können. Ja? Oder Menschen, die in Heimen sind, ja, und keine Möglichkeit haben, mehr ihre Lieben zum Beispiel zu sehen. Solche Sachen. Und wenn man das mitbekommt, dann bekommt man ein Gefühl dafür, dass die einfachen Lösungen und die großen Parolen vielleicht nicht das Wichtige sind, sondern für menschliche, praktische Lösungen zu sorgen, ist entscheidend. Das ist die eine Seite, die empathische. Und die andere ist wirklich die sachliche, nochmal zu sagen, was sind denn die Zahlen? Was sind denn wirklich die Grundlagen, auf die wir uns einigen können? Also da habe ich den Eindruck, dass wir hier in Tübingen so ein bisschen das Glück haben, eigentlich beides in einer guten Konzentration zu haben. Wir sind ja eine relativ kleine Stadt. Wir können, sagen wir mal, uns gegenseitig kennenlernen. Wir können fragen, was ist los? Wir können Dinge organisieren. Und wir haben durch die Universität und das Universitätsklinikum da doch ein relativ hohes, auch ich sage jetzt mal so sachlich-wissenschaftliches Niveau. Ist das so eine Sondersituation, Herr Palmer, dass man sagen kann, deswegen ist das Tübinger Modell vielleicht doch nicht so gut übertragbar, weil wir hier diese spezielle Kombination haben? Also gehen wir es mal durch. Was braucht man, um so ein Modell machen zu können? Zum Ersten braucht man Leute, die es antreiben. Also nicht jeder Stadt ist eine Lisa Federle gegründet. Die hat schon im März angefangen, mit ihrer Testinitiative in Altenheim dann den Grundstein zu legen. Und da sie die erste bundesweit war, hatten andere das offenbar nicht. Dann braucht man tatsächlich auch Geld. Wir in Tübingen hatten den Stadtrat, der hat schon im August 250.000 Euro bewilligt, um die Altenheime durchzutesten. Warum? Weil Bund und Länder gesagt haben, das braucht es nicht, dafür gibt es kein Geld. Weiß nicht, ob jede Stadt die finanziellen Voraussetzungen hätte und die Einigkeit im Gemeinderat das zu machen. Wir hatten mit der CDU und der SPD zwei Fraktionen, wo jeweils Mitglieder der medizinischen Fakultät der Universität Fraktionsvorsitzende sind. Und das hat sehr viel Sachverstand in die Debatte reingebracht. Also ein Uniklinikum wirkt da ganz direkt in den Gemeinderat mit hinein. Hat vielleicht auch nicht jede Stadt. Wir hatten ein sehr starkes DRK, das die vielen Ehrenamtlichen rekrutieren konnte. Das gilt jetzt für Süddeutschland im Allgemeinen schon, aber die Tradition gibt es beispielsweise nicht in den östlichen Bundesländern. Da ist das Ehrenamt, da sind solche Vereinsorganisationen viel schwächer. Das macht es schwieriger. Wir haben auf der anderen Seite den Vorteil, bei uns gibt es praktisch keine AfD. Die Querdenker sind bei uns eine sehr kleine Gruppe. Das macht es leichter, weil man sich nicht die ganze Zeit mit absurden Nebengefechten befassen muss. Also sicher, ja, will ich gerne noch einiges hinzufügen. Da hat Tübingen günstige Voraussetzungen. Aber dafür ist ja auch unser Anspruch, dann Pionier zu sein,
voranzugehen, zu zeigen, was möglich ist. Und ich glaube, wenn man mal die vielen Schwierigkeiten, die am Anfang stehen, gelöst hat, dann ist das, was sich dann herauskristallisiert, für alle machbar. Da, wo wir jetzt sind, ist ja zum Beispiel auch die ganze Republik angekommen mit dem Schutz der Altenheime, was wir in Tübingen als Erste und alleine probiert haben, mit intensivem Testen, den Menschen den Zutritt zum Altenheim weiterhin zu ermöglichen, aber es dem Virus zu verbieten. Das wurde Standard in Deutschland mit den Beschlüssen im Dezember. Und das präventive Testen, das wir jetzt ausprobieren, könnte, wenn es funktioniert, wir wissen übrigens noch nicht, ob es funktioniert, das ist ein offener Versuch mit offenem Ausgang, das könnte auch meiner Meinung nach überall umgesetzt werden, weil die Testkapazitäten, die werden jetzt zur Verfügung gestellt. Teststationen betreiben ist kein Hexenwerk, das kann man machen. Digitaltechnik einsetzen, jetzt haben wir so ein Armband, das kann jetzt jeder sich liefern lassen, wenn er das möchte. Das ist alles machbar. Und ich glaube, dass im Sinne von Übertragbarkeit, wenn man mal die Fehler schon mal gemacht hat und zeigen kann, was geht und was nicht, dass da die Organisationskraft jeder Kommune in Deutschland so stark ist, dass die das könnte. Mhm. Auf die Fehler würde ich später gerne nochmal zurückkommen, aber Christopher Wohl wollte was sagen. Ja, ich will dem Boris Palmer recht geben in dem, was er gesagt hat. Die Frau Federle war wichtig, natürlich war auch die Finanzkraft wichtig. Aber ich glaube, es ist noch mehr dabei gewesen und das erfahren haben oder erlebt haben, weil immer wieder, als die Krise gekommen ist, gab es Angst und da gab es Schock, da gab es Stillstand und Ratlosigkeit. Die Daniela Harsch hat es bei uns beschrieben als die Vollbremsung des öffentlichen Lebens bei maximaler Anspannung. Und ich glaube, dass wir in Tübingen die Krise am Anfang sehr persönlich genommen haben, lag eben daran, dass wir zwei der ersten Fälle in Deutschland überhaupt hatten und die Bilder aus Bergamo im Kopf. Und wir waren dann lange im Frühjahr ja auch in den Top 5, Top 10 der Landkreise mit den meisten Infektionen. Und ich glaube, das hat in Tübingen, ich sage mal, auch eine besondere, ja, das haben wir persönlich genommen in Tübingen. Und da ist eine Antwort entstanden, die aus vielen Quellen kam. Von der Frau Federle, die eine Woche nach den Fällen bereits mit dem Arztmobil unterwegs war im März, die ja dann angefangen hat, selber einzukaufen, nämlich Tests einzukaufen, auch selber Geld, Zehntausende von Euro auszulegen dafür, um das Testen zu starten, dann früh in die Altenheime gegangen ist. Und da hat sich so eine Art Tübinger Teststrategie, natürlich auch Testerfahrung entwickelt, zusammen mit dem, was dann auch klar wurde, der Schutz der besonders vulnerablen Gruppen mit den verschiedenen Maßnahmen, also Taxi fahren können, nicht in den vollen ÖPNV gehen müssen, zu bestimmten Zeiten einkaufen, auch Masken verschicken. Das sind ja auch Signale dann der Stadt an ihre Bürgerinnen und Bürger, was wünschenswert ist, was die neuen Normen sind. Und ich muss sagen, wenn ich auf Tübingen schaue, dann sehe ich eine Stadt, und das ist auch das, was ich aus den Stadtgesprächen höre, sozusagen im Verhältnis zu dem, was ist woanders, also was kriegt man von Verordnungen mit aus dem Land und aus dem Bund, dann ist die Politik in Tübingen eigentlich immer bemüht gewesen, es den Leuten einfach zu machen, sich anders und verantwortlich zu verhalten. Also das Verhalten umzustellen. Ja, also zu sagen, du kannst daheim bleiben, denn die Tübinger Tafel wird umgestellt auf die Initiative Grundversorgung ganz schnell. Du kannst daheim bleiben, weil wir einen Dienst einrichten, wo du digital einkaufen gehen kannst. Ja, oder weil wir das unterstützen als Stadt und natürlich auch aus der Stadtgesellschaft dann die Initiative dafür gekommen ist. An all diesen Stellen und immer wieder gab es viele Experimente, gab es viele Initiativen zu sagen, was können wir lernen, was können wir tun. Und ich glaube, dass Tübingen eine pragmatische, eine lernende Stadt ist. Letzter Punkt, es hilft natürlich, Boris, du hast es angesprochen, dass wir hier eine extrem gut aufgeklärte Öffentlichkeit haben. Das liegt, wir sind sozusagen, um in dem Bild von Asterix zu bleiben, ein Dorf voller Druiden. Ja, ein Dorf voller Druiden. Information hat kurze Wege. Wir haben eine enorme Gesundheitskompetenz, Expertise vor Ort in der Uniklinik, Professor Bamberg und sein Team. Wir haben Epidemieerfahrungen, die waren ja zum Teil auch da. Professor Kremsner, Frau Dr. Schneider vom DIFEM, die haben das woanders schon mitgemacht. Die kennen sich aus mit Epidemie. Die waren hier tätig und haben geholfen, die Teststationen hier einzurichten mit der Erfahrung, die sie im Ausland hatten. Wir haben in der Virologie eine Tradition, an der Immunologie, da kommt dann nachher auch CureVac her, was uns stolz macht. Und eine aufgeklärte Öffentlichkeit, das will ich nicht vergessen zu erwähnen, braucht eine gute Tageszeitung. Ja, und in Tübingen steht im Lokalteil schon mehr Wissenschaft als bei anderen Zeitungen in der Wissenschaftsbeilage. Und es sind alles Elemente zusammen, wo es auch mit einem Facebook-Diskussionsangebot, auch mit der Möglichkeit, Corona-Fragen zu stellen. Da entsteht eine öffentliche
Diskussionskultur, die ja auch, haben wir nochmal auf dem Gemeinderat berichten lassen, die Dialogfähigkeit am Gemeinderat fortgesetzt worden. Also ich glaube, das zeichnet Tübingen dann aus. Ja? Es ist eine lernende Stadt, so eine experimentierende Stadt, eine pragmatische Stadt. Und das macht dann Tübingen, das Tübinger Demokratiemodell auch spannend für den Rest der Republik. Ich würde noch eins draufsetzen. Es ist auch eine liberale Stadt im eigentlichen Sinne des Wortes. Denn was wir hier gemacht haben, war an keiner Stelle durch Gesetze normiert. Wir haben als Stadt so gut wie keine Regelungskompetenzen in diesem Bereich. Der Zugriff, den Bund und Länder gewählt haben, waren ja immer Verordnungen und sehr massive Eingriffe in das Leben jedes Einzelnen durch Vorschrift. Bis dahin, dass man nur noch als Familie ein Opa oder eine Opa besuchen durfte, aber nicht beide zusammen. Eine Vorschrift übrigens, die ich nicht nachvollziehen kann, weil sie auch keinen Sinn ergibt, denn Opa und Oma sind ja danach dann auch wieder eine Infektionsgemeinschaft. Also da wurde immer über diesen Zugriff von Verordnungen, von Verboten und Geboten gearbeitet, was man braucht. Ich will das nicht völlig wegschieben, aber es gab für mich viel zu wenig Appell an die Eigenverantwortung der Leute, weil letztlich setzt man sich immer selber dem Infektionsrisiko aus. Und was wir gemacht haben, war immer Appell und Eigenverantwortung und Angebot. Das Taxi, das die Stadt finanziert hat für die Älteren, reines Angebot, ob man es nutzt oder nicht, Eigenverantwortung. Manche haben es denunziert, das sei Seniorendiskriminierung, aber unsere Tübinger haben verstanden, das ist ja viel besser, als im Schulbus eng gepackt mitzufahren, wenn ich mein eigenes Taxi bekomme. Wir haben die über 65-Jährigen mit Masken versorgt, direkt. Da habe ich auch Masken zurückgeschickt bekommen. Wieso soll ich jetzt mir von Ihnen sagen lassen, dass ich zu den Alten gehöre? Gab ein paar, aber die meisten haben verstanden, dass es viel besser ist, nach einer Woche, Anfang November, wenn man die Maske im Briefkasten hat, als noch 3 Monate zu warten, bis die Bundesdruckerei fälschungssichere Apothekenzugangsberechtigungen ausgestellt hat, was der Weg des Bundes gewesen ist. Also unbürokratisch in dem Sinne liberal und eigenverantwortlich in dem Sinne liberal. Und das ist auch ein ganz wichtiges Element dieses kommunalen Vorgehens. Wir können nur kooperativ erfolgreich sein. Bei uns kann man mit Vorschriften nicht arg viel erreichen, weil wir da glücklicherweise gar keine Kompetenz haben. Wir dürften es gar nicht den Leuten so vorschreiben, wie es Bund und Land tun. Ja. Ich dann noch, sorry, du willst was? Ja, bitte, bitte. Also Initiative und Innovation, ja, beides. Also Initiative zu sagen, wir warten nicht ab, wir machen selber. Der Eigensinn auch dabei zu sagen, die Verordnungen, die kommen, die prüfen wir mal so, dass sie Sinn machen. Also ich erinnere mich, ich habe nochmal im Vorfeld jetzt auch abgehört, was vergangene Videos unserer ersten Stadtgespräche waren. Da war die Daniela Harsch da. Und die Daniela Harsch hat am Anfang, erzählt sie, wie die Stadt es erlebt hat. Und dann sagt sie, da war dieser Moment des Schreckens, der Angst. Und dann sagt sie, und dann begann die schwierige Phase. Dann kamen die ganzen Verordnungen. Dann begann die schwierige Phase, dann kamen die ganzen Verordnungen und dann zählt sie 2, 3 Verordnungen auf, die sie, ja, ich sag mal, die man in Tübingen dann kreativ versucht hat umzusetzen, eben mit Eigensinn, mit Selbstständigkeit, mit Initiative, die Dinge selber anders und auch besser nochmal durchzudenken. Und ich glaube, sich das zu trauen und auch zu sagen, wir machen das als Stadt, hier Tübingen gibt eine eigene Antwort, das ist schon fast, ja, eine Stadt, die als kollektiver Akteur auftritt. Also ich habe in anderen Städten gewohnt, mir fällt schwer, mich jetzt müsste man, ist eine Hypothese, müsste man nachprüfen, ich ist jetzt ins Blaue gesprochen, aber mir scheint, dass Tübingen auch so eine Identität, wir in Tübingen, ja, und da zählt dann die Uni dazu und da zählen die CureVacs dazu und da zählt CEGAT dazu, darf man nicht vergessen, 5 Stationen, glaube ich, werden von CEGAT an Unternehmen hier aus der Uni heraus, sozusagen die Uni, die machen die Tests, ganz viele haben das auch in der Pandemie selber sich diese Kompetenz erarbeitet. Also diese Geschichte, wir machen hier mit unseren Mitteln, begegnen wir diesem Virus und wir halten den Virus draußen, der ist, glaube ich, stark. Und du hast es gesagt, vielleicht müssen wir das auch noch mal würdigen, Tübinger Solidarität und Engagement. Ja, also auch die Spendenbereitschaft, die enorm ist, die das Testen ermöglicht hat, die Spendenbereitschaft zur Weihnachtsspende 100.000 Euro, dann die Tübinger Unternehmen, die mitzahlen, die das auch finanziell möglich machen. Die ganzen Freiwilligen, die sich jetzt an den Teststationen engagieren, da ist ja keiner zu schade. Da stehen ja Stadträte, ja, mein Nachbar, der Stadtrat Rake steht da und macht das, oder Dieter Thomas Kuhn macht das. Also da packt Tübingen an und das ist ein ganz wichtiges Element, Tübinger Solidarität und Engagement.
was auch dazugehört zum Tübinger Weg. Auf jeden Fall. Also wie gewisse Gallier haben wir uns jetzt auch kräftig auf die Schultern geklopft und nochmal betont, wie großartig Tübingen ist. Das gehört sich auch so. Das stimmt auch. Ja, das ist ja auch richtig. Aber jetzt möchte ich doch mal kurz nochmal nachbohren. Ja. Sprudelt es genauso, wenn wir mal drüber sprechen, was sind denn die Dinge, die wirklich schiefgelaufen sind? Also da würde ich jetzt mal, wie soll ich sagen, es gibt ja so Politikerbiografien und wenn man die liest, denkt man, der hat immer alles richtig gemacht. Magisch hat er immer die richtigen Entscheidungen getroffen und großartig. Ja? Und jetzt wollen wir doch mal ganz kurz gucken, Herr Palmer, wo war eine Situation, wo Sie sagten, oh weh, das kann auch alles wirklich scheitern, hier habe ich ein echtes Problem und hier habe ich vielleicht auch mal einen kurzen Weg eingeschlagen, Trial and Error, wo ich merke, nee, da muss ich jetzt abstoppen, das wird schwierig. Sind Sie bereit, mal so einen Lerneffekt mit uns zu teilen? Naja, der eine wird Sie nicht überraschen. Ich habe vor fast einem Jahr in so einer Live-Situation wie jetzt einen sehr unglücklichen Satz formuliert, der mir dann ausgelegt wurde, als wollte ich die Alten sozialdarwinistisch halt ableben lassen und den Jungen weiterhin dann ihre Party garantieren. Jeder, der das Interview im Gesamtkontext, waren immerhin 7 Minuten, gehört hat, wusste, dass es nichts anderes als die These war, die ich unter anderem mit Professor Neda Rümmelin und Juli C. im Spiegel vertreten hatte, nämlich, dass wir, da waren wir noch richtig im Lockdown und Karl Lauterbach hat gesagt, da müssen wir noch ganz lange bleiben, dass wir raus müssen aus dem Lockdown, dass wir eine differenzierte Strategie benötigen, die den Schutz der Risikogruppen in den Vordergrund stellt, damit wir Wirtschaftskraft, Freiheit, Leben zurückgewinnen, auch um unser Gesundheitssystem zu erhalten, denn das hat Voraussetzungen, das läuft nicht von selbst. Lieferketten mal nur als Stichwort, wir sehen es gerade mit diesem gestrandeten Tanker. Und dass mir das so massiv misslungen ist und dann aber auch so, wie ich finde, bösartig missbraucht wurde, auch von allen, die noch eine offene Rechnung mit mir hatten, leider auch innerparteilich, um dann Parteiausschlussverfahren zu beginnen und die möglichst weitgehende soziale Ausgrenzung und Stigmatisierung bis hin zu einer wirklich schrecklichen Debatte, meine ich jetzt nicht, wie die geführt wurde, sondern dass das stattfinden musste im Gemeinderat, wo alle Fraktionen sich dann massiv von mir distanziert haben, aber meiner Meinung nach nur von Dingen, die ich gar nie gesagt hatte und auch nicht gemeint hatte, ja, sondern von etwas, was ich genauso für falsch halte. Das war schon eine schwierige Zeit, da habe ich auch mit den beiden Kollegen Bürgermeister mal kurz drüber gehirnt, ob ich vielleicht sagen soll, ich kann jetzt auch nicht mehr Oberbürgermeister sein. Ja, es ist irgendwie zu weit, es geht so nicht mehr. Das ist so, wie Frau Merkel jetzt gerade kurzfristig mal ist schon rum, aber da gab es ja auch die Diskussion, kann sie jetzt noch Bundeskanzlerin sein, wenn sie einen so schwerwiegenden Fehler einräumen muss? Und ich habe ja nichts anderes damals erlebt. Das war eine schwierige Phase, hat sich dann aber doch, wie wir alle wissen, geglättet. Es haben auch immer mehr Tübinger dann im Tagblatt erkennbar doch Partei von mich ergriffen und gesagt, also Leute, jetzt lest nochmal im Originalton nach. Da steht überhaupt nichts von dem, was er dem Oberbürgermeister vorwirft. Ja? Also wenn er ein Sozialdarwin nicht wäre, müssten wir jetzt seinen Rücktritt durchsetzen. Aber das ist er ja gar nicht. Und das war eine ganz schwierige Phase. Eine Sache, die Sie noch nicht so kennen, die mich jetzt die letzten Tage sehr beschäftigt hat, aber nicht in der Form, dass ich jetzt da über Rücktritt nachdenken würde, sondern wir haben jetzt wirklich versucht, dieses ganz neue Ding zum Laufen zu bringen, also die Testinfrastruktur aufzubauen. Und da habe ich einen großartigen Mitarbeiter, den Herrn Rosenfeld, der ich jetzt 100% abstellen konnte, um das alles zu machen. Und dann gibt es aber trotzdem so eine Unmenge von Leuten, die, wie ich finde, einfach Sand ins Getriebe streuen, dass man irgendwann so einen Punkt kommt und sagt, es ist irgendwann zu viel. Ja, dann lassen wir es halt bleiben. Also ich wurde jetzt heute von Report befragt, ob das nicht Federalist-Wirtschaft, Mauschelei und sowas ähnliches wie die Maskendeals im Bundestag sind, dass die Firma Horn uns die Vorfinanzierung gemacht hat für diesen Maskenkauf. Wo ich halt, Entschuldigung, jetzt bin ich schon bei den Masken, für diesen Testkauf, ja, wo ich halt einfach sagen muss, mit den Beschaffungsmethoden der öffentlichen Hand habe ich die Tests in 4 Wochen noch nicht. Das ist genau das Problem der Bundesländer, dass sie die Schulen aufmachen und keine Tests haben. Wir hatten die Tests, als die Schulen aufgemacht wurden, weil der Unternehmer Horn gesagt hat, ich lege der Stadt die 1,5 Millionen aus und zwar nur auf mein Wort, mehr hatte er nicht. Und deswegen waren die Tests da, weil der kann die bestellen und dann kommt die. Ich konnte die nicht bestellen, weil ich das Geld nicht hatte, die Bestellfähigkeit nicht hatte. Und wenn man dann dafür dann mit Rechnungshof bedroht wird und so Zeugs, dann fragt man sich schon, für wen mache ich das eigentlich alles? Habt ja nichts anderes zu tun, als solche Probleme da dazwischen zu werfen. Oder dass ich jetzt heute erfahren habe, dass es tatsächlich einen gibt, der Friseur ist, aber nicht Innungsmitglied, der 350 von den Tagestickets verschachert hat, ohne einen Test zu machen. Wo ich mich dann frage, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann jemand so unsozial sein,
dass er Leuten sagt, komm hier, nimm das Ticket, mach dir einen schönen Tag, testen musste ich nicht. Ja, glaubt ihr, dass das Virus eine Erfindung ist oder wie geht sowas? Ja? Wo du dann denkst, ja, also wenn ihr so missbräuchlich mit der Sache umgeht, dann lassen wir es doch bleiben. Dann bleiben wir alle im Lockdown. Ja? Wenn hier jeder meint, er könnte sich selber einen netten Tag machen und aber keine Rücksicht auf andere nehmen muss, dann hat es halt keinen Sinn. Und so ähnlich habe ich mir auch gefühlt, als ich dann am Freitagabend die Bilder gesehen habe von Hunderten von Leuten, die da irgendwie ohne Abstand und ohne Maske eng beieinander rumstehen, wo man dann denkt, Leute, ihr seid erwachsene Menschen. Ja, das Virus geht jetzt nicht einfach weg, weil ihr heute Abend Bier getrunken habt. Da könnte man doch eigentlich erwarten, dass ich nicht wieder mit Ausschankverboten und Kontrollen reingehen muss. Aber es ging nicht anders. Samstagabend war Ruhe, da habe ich den Vollzugsdienst rausgeschickt und habe ehrlicherweise eigenmächtig den Leuten gesagt, es ist jetzt verboten. Das weiß ich gar nicht, ob das juristisch jemals haltbar gewesen wäre, aber 3 Tage hält es, weil so schnell ist kein Gericht. Und dann muss man mal halt sagen, jetzt ist Schluss und morgen mache ich daraus ein städtisches Gesetz und dann ist es auch verboten. Aber die 3 Tage hätte ich jetzt nicht zugucken können. Ja, wenn ich da jetzt so eine Sesselfurzer-Mentalität hätte, dann müssten wir 3 Tage abwarten und alle Infektionen hinnehmen und den Modellversuch kaputt machen, weil es nicht rechtssicher ist, es zu verbieten. Und dann sage ich, so viel Autorität habe ich bei meinen Uniformierten, dass die das für mich machen. Also als Liberaler, genau, ich verstehe deine Intention, aber also sicher ein Gesetz ist schon keine Sesselfurzerei. Aber ich verstehe den Punkt, es hat mich auch besorgt, ich bin am Freitag, wollte ich was holen in der Stadt. Ich bin dann nicht reingelaufen, weil ich dachte, das ist mir zu voll, zu viele Leute ohne Maske. Und es ist ein Stück, ja, da kämpfst du immer. Ja? Da denkst du ja, Leute, seid verantwortlich, seid vernünftig. Ihr müsst euch auch dran halten, es ist ein Zusammenspiel. Ich muss sagen, im Großen und Ganzen klappt es ja in Tübingen. Die Leute sind verantwortlich. Jetzt sind auch weniger gekommen übers Wochenende als erwartet. Aber Rückfrage an dich. Gibt es Zahlen jetzt schon für heute? Wir hören die Zahlen des Landkreises. Die sind in den letzten 2 Tagen enorm nach oben gegangen. Ich glaube, über 85, jetzt 98 und davor 63 oder so. Also mit richtig großen Schritten nach oben. Wissen wir, inwieweit die Stadt ihre niedrigen Zahlen halten konnte oder inwieweit ist sie gebrochen? Das wissen wir zwar, aber wer heißt in dem Fall ich? Und ich bekomme die Zahlen nur vom Landesgesundheitsamt und habe nicht die Autorität, sie zu veröffentlichen. Ich hoffe, dass das transparenter noch gelingt. Ich kann deswegen nur qualitativ antworten. Ja, wir haben den Anstieg, auch in der Stadt Tübingen. Wäre jetzt übrigens auch überraschend, wenn es gar keinen gäbe. Also was wir ja versuchen, ist ja eine alternative Strategie zu dem, was andernorts gemacht wird. Wenn andernorts überall die Zahlen hochgehen, sind wir noch nicht schlecht, wenn bei uns die Zahlen hochgehen, sondern wir sind nur schlecht, wenn sie bei uns schneller hochgehen. Das tun sie nicht. Also sie gehen etwa so hoch wie da, wo mit Schließungskonzepten gearbeitet wird. Und zur Wahrheit gehört auch, und da wird mir jetzt wahrscheinlich gleich wieder vorgeworfen, ich sei ausländerfeindlich, dass wir in der Landeserstaufnahmestelle unter den Asylbewerbern einen großen Ausbruch haben, der in die Tübinger Inzidenz reingerechnet wird. Und da muss man sich kurz überlegen, hat es was mit unserem Öffnen von Theatern und dem Einkaufen bei Zinser oder dem Essen in der Wurstküche zu tun? Meine These ist nein, weil die Menschen gar nicht das Geld hätten, um diese Angebote in Anspruch zu nehmen. Die waren da mit Sicherheit nicht beteiligt und sie leben, wie wir alle wissen, hinter einer Stacheldrahtzaun-Kulisse. Also die sind streng abgeschottet und da ist es eher so, eine einzige Person hat mal die Infektion und dann breitet die sich halt im Lager aus. Meiner Auffassung nach hat es keine Aussagekraft in Bezug auf die Tübinger Inzidenz. Aber wenn die jetzt publik wird, wird sie deutlich höher sein. Und dann wird es darauf ankommen, diese Differenzierung vorzunehmen. Deswegen haben wir auch mit dem Land vereinbart, dass das Infektionsgeschehen nicht einfach nur anhand dieser simplen Zahl beurteilt wird, sondern dass wir es wissenschaftlich analysieren. Was passiert wirklich in der Stadt? Und dazu gehört noch ein zweiter wichtiger Faktor, den ich auch sagen kann. Wir haben eine sehr hohe Zahl von Menschen aus der Stadt Tübingen an den Teststationen rausgefischt, die nicht wussten, dass sie infektiös sind. Ich sage auch hier keine absoluten Zahlen, weil der Bericht gerade erst nach Stuttgart geht, aber eine sehr hohe Zahl. Und allein der Effekt, den wir hatten durch an Teststationen entdeckte Infizierte, hat die Tübinger Landkreisinzidenz deutlich nach oben getrieben. Jetzt müssen wir uns fragen, ist das gut oder schlecht? Meine These ist, das ist ein guter Anstieg der Infektionsmessung, weil wir Licht ins Dunkelfeld bringen. Die Leute wussten ja nichts. Die wären sonst vielleicht zu ihren Verwandten gegangen oder was auch immer alles erlaubt ist. Ja, es gibt ja noch eine Menge Dinge, die erlaubt sind und hätten da keine Maske getragen und hätten dann andere angesteckt. Diese Infektionsketten konnten wir unterbrechen. Und deswegen ist auch die Momentaufnahme nicht richtig, sondern man muss wirklich analysieren,
wie wird das Infektionsgeschehen durch das Konzept beeinflusst? Und das ist so schwierig vorherzusagen, deswegen geht es auch nur mit dem Reallabor in der Stadt, weil wir zwei gegenläufige Effekte haben. Der eine Effekt ist Infektion finden und Ketten abbrechen. Das wirkt sich positiv aus, jedenfalls in der nächsten Woche, weil die fallen dann raus, die stecken keinen an. Jetzt ist die Inzidenz höher, nächste Woche geht sie dadurch runter. Auf der anderen Seite haben wir mehr Kontakte. Das heißt auch mehr Infektionsrisiken. Und welcher Effekt da größer ist, wissen wir schlicht nicht. Und das lässt sich auch nicht modellieren. Dafür fehlen uns die Daten. Sondern das kann man nur im Reallabor herausfinden. Die Aufgabe, die wir eigentlich mit dem Modellversuch jetzt auf uns genommen haben, ist, dass wir zumindest mal in einer konkreten Konstellation, mit einer Konfiguration herausfinden, ob die Kontrolle über die Pandemie stärker ist durch Lockdown-Strategien oder durch verpflichtendes Testen in Verbindung mit Angeboten, damit die Leute auch testen kommen. Letzte Bemerkung, wir haben über 50.000 Schnelltests in einer Woche durchgeführt in der Stadt mit 90.000 Einwohnern. Auch wenn ein paar Auswärtige dabei waren, ist das die bundesweit mit Abstand höchste Testdichte. Denn anderswo werden auch Teststationen eingerichtet, aber da gehen dann nicht viel hin. Da wird in einer 100.000 Einwohnerstadt werden 1.000 Leute getestet und da gibt es dann 3 Stunden am Tag, wo man hingehen kann. Warum? Weil die Leute ja gar nicht so arg viel Vorteile davon haben. Warum soll ich mich jetzt jeden zweiten Tag testen lassen, wenn ich nicht gerade wirklich dringend meine Großmutter besuchen muss? Ist da für mich selber kein Anlass gegeben. Und genau das ist der Witz. Das wird immer missverstanden. Wir öffnen nicht hier auf Teufel komm raus, sondern wir öffnen gerade so viel, dass Leute sagen, super, das möchte ich machen. Und dafür nehme ich auch die halbe Stunde Wartezeit für den Test in Kauf. Und nur dadurch kriegen wir die Infektionsketten in den Griff. Da hätte ich mal eine konkrete sachliche Frage. Und zwar, meine Frau hat mir neulich erzählt, bei DM, da ist ja auch, da kann man auch jetzt testen und so weiter. Es gibt also verschiedene Gelegenheiten in der Stadt, sagen wir mal, in bestehenden Geschäften oder in bestimmten Kontexten, sich testen zu lassen. Ja. Wie leicht ist es denn, so eine Teststation einfach mal zu eröffnen? Weil wir haben im Weltethos-Institut auch schon überlegt, Mensch, warum machen wir hier nicht eine Teststation auf? Vielleicht können wir das hier unterstützen oder irgendwie helfen. Vielleicht erklären Sie noch mal ganz kurz, als auch für die Tübingerinnen und Tübinger, wenn man ein Geschäft hat oder wenn man die Möglichkeit hat, irgendwie so mit Räumlichkeiten, kann man das einfach machen? Kann man mit Ihnen sprechen und sagen, ich würde gerne auch das unterstützen und eine Teststation etablieren oder wie läuft das? Ja, da muss man differenzieren. Teststation im eigentlichen Sinne erfüllt sehr hohe Kriterien, das müssen Profis sein. Und nur dann bezahlt auch der Bund die Tests. Das ist übrigens die Hauptfinanzierung. Wir benutzen die Bürgertestung, die der Bund ja für alle ausgelobt hat, zur Finanzierung. Sie erinnern sich, jeder Bundesbürger hat ab 8. März den Anspruch auf einen Test mindestens die Woche. Wenn wir jetzt 50.000 letzte Woche gemacht haben, sind wir da noch nicht mal angekommen. Ja, also wir machen hier nichts Unmoralisches, sondern wir tun das, was der Bund eigentlich allen versprochen hat. Wir nutzen dieses Instrument. Teststation im abgeschwächten Sinne, das heißt Ort, wo getestet werden kann, kann im Prinzip jeder werden, weil wir wollen, dass so viel getestet wird wie möglich. Deswegen testen mittlerweile sehr viele große Betriebe in der Stadt und wir stellen die Tests bereit, weil die Tests können sie leider halt nicht so einfach beschaffen. Das ist ja der Witz an der Sache. Und gerade heute hat Paul Horn wieder 200.000 neue Tests geordert, die Donnerstag kommen, damit wir immer lieferfähig sind. Und die Kreissparkasse und Erbe und CHT und die Stadtverwaltung, wir alle testen jetzt unsere Belegschaften 2-mal die Woche durch. Wir testen die Schulen 2-mal die Woche durch. Wir haben jetzt begonnen, die Kitas durchzutesten. Auch das soll 2-mal die Woche passieren. Also wir machen wirklich Testen, Testen, Testen. Und wer dazu einen Beitrag leisten möchte und nicht nur Tagestickets abzocken, die er dann verschachern kann, der ist herzlich willkommen. Ja, sehr gut, vielen Dank. Ich würde gerne, wir sind ja schon sogar ein bisschen fortgeschritten, das ist so ein wichtiges Thema, dass es doch irgendwie sehr schnell vergeht, die Zeit. Aber ich würde gerne die 3 Bereiche nochmal kurz beleuchten, die man oft so als Kern auch der Strategie betrachtet. Das ist zum einen Testen, das ist zum anderen Schützen, auch gerade von speziellen Gruppen, gefährdeten Gruppen. Und das dritte sind quasi proaktive Maßnahmen, also dass man versucht, Dinge voranzutreiben, wo man, sagen wir mal, weiterkommt. Vielleicht können wir die 3 Bereiche noch mal kurz anschauen, was da nächste Schritte sein können, was da vielleicht noch fehlt. Weil im Augenblick sind wir ja in der Phase und wir haben, glaube ich, in Tübingen das Glück, dass das alles auch noch mal wissenschaftlicher begleitet wird. Das ist ja faszinierend. Sie sprachen jetzt öfters von Reallabor und zu einem guten Labor gehört eben nicht nur die Labormaus, sondern auch der Mann im Kittel. Ja? Und Männer und Frauen im Kittel haben wir ja hier durchaus in Tübingen. Also das heißt, wir haben eine ständige Observation, eine ständige Beobachtung dieser ganzen Sache. Vielleicht können wir noch mal kurz darüber sprechen, also testen, schützen und proaktive Maßnahmen. Wo sehen Sie oder auch du, Christopher, da noch einen Handlungsbedarf? Was könnten die interessanten nächsten Schritte sein?
Also beim Schützen sind wir jetzt ganz eindeutig auf das Impfen fokussiert. Die Risikogruppe kann keinen besseren Schutz haben als eine Impfung. Und da kommt ja jetzt endlich ein bisschen Tempo rein. Reden wir mal nicht über die ganzen Defizite, kann man in jeder Talkshow reden. Aber das muss jetzt das Schutzkonzept sein. Auch weil wir dann die Überlastung der Intensivstationen verhindern können. Wenn wir mal die Altersgruppe bis 60 geimpft haben, ist es nicht mehr zu erwarten, auch nicht mit der britischen Mutation, dass unser Gesundheitssystem überlastet wird. Dann kommen wir in sehr viel mehr Freiheit auch der Abwägung und der Deliberation, was wir uns leisten wollen. Wie viel Risiko gehen wir ein? Wie viel Sicherheit brauchen wir? Und das gilt für gesellschaftliche Fragen, für Demokratiefragen, für Bildungsfragen, eben gerade so wie für die epidemiologischen Fragen. Aber da kommt man erst in Freiheitsgrade, wenn die Überlastung des Gesundheitswesens ausgeschlossen werden kann. Da sind wir noch nicht, weil wir nicht genügend geimpft haben. Heißt umgekehrt, auch unsere Schutzstrategie für Altenheime kann auslaufen. Wenn da mal alle geimpft sind, muss man nicht mehr so engmaschig testen und kann diese Testkapazitäten an anderen Stellen einsetzen. Das Zweite, ich glaube, nach vorne betrachtet, ist die entscheidende Frage, kommen wir endlich zu einer effizienten Nachverfolgung? Unser System Testen ist sozusagen in der Zutrittsbarriere. Wir identifizieren die Infizierten, aber wir verfolgen sie nicht weiter. Das ist nach wie vor extrem ineffizient. Wenn wir alle, die wir jetzt als Infizierte erkennen, wenn wir deren Kontakte nachverfolgen könnten, garantiere ich Ihnen, dass wir die Welle in 2 Wochen in Tübingen total im Griff hätten. Aber genau das tun wir nicht. Und das liegt schlicht daran, dass wir immer noch händisch arbeiten und dass wir nicht bereit sind, moderne Digitaltechnik einzusetzen, wie sie jeder ja mit sich rumträgt, hier mein iPhone, zur Nachverfolgung. Mein iPhone hat mein Bewegungsprofil. Wer weiß, wo mein iPhone ist, weiß auch, wo ich bin. Und mein iPhone ist eigentlich immer bei mir, weil ich kann ohne ja nicht mehr leben. Geht Ihnen vielleicht auch schon so, ja. Selbst bei Kindern gibt es dieses Phänomen, dass die ohne iPhone nicht mehr leben können oder was auch immer man für ein Smartphone mit sich rumträgt. Und noch mehr, weil ich dieses Ding für so unverzichtbar halte, habe ich selbstverständlich diese Funktion aktiviert, dass ich mit dem anderen Gerät über Internet prüfen kann, wo sich dieses Gerät zuletzt befunden hat. Das heißt, die GPS-Standortdaten sind jederzeit für mich abrufbar. Ich bin nicht so naiv zu glauben, dass Apple die nicht auch abrufen könnte, weil irgendwo müssen sie ja sein, sonst könnte ich sie nicht abrufen. Und dazu bin ich bereit. Dieses Risiko zu tragen, bin ich bereit, nur um mein Handy wiederzufinden. Und dann finde ich, sollte man auf die eigenverantwortlichen, mündigen Bürger vertrauen, dass die auch den Button I agree drücken, dass man die Scheißdaten auch dem Gesundheitsamt geben darf. Mir fällt da echt nur noch Fäkalsprache ein. Wir verhindern, dass unser Staat weiß, wo die Infektionen langlaufen. Wir verhindern, dass der Staat nachverfolgen kann, wer wirklich bedroht ist. Wir verhindern, dass der Staat eingreifen kann, um Infektionsketten zu unterbrechen, weil wir nicht bereit sind, ihnen diese Daten auszuhändigen. Und dass die Corona-Warn-App das nicht leisten kann, das ist für mich unfassbar. Ich schreibe das seit einem Jahr dagegen an. Und immer wieder wird der Datenschutz hochgehalten. Das sei jetzt ja auch in der liberalen Veranstaltung. In dem Moment, wo man das freiwillig macht, kann das nicht gegen Datenschutzgesetze verstoßen. Wenn ich Apple meine Daten geben darf, will ich auch die Erlaubnis haben, sie beim Gesundheitsamt zu geben. Und dass wir da nicht vorankommen, absolut schrecklich. Und letzte Bemerkung, was mich wirklich die ganze Zeit umtreibt, ist diese antiliberale Gleichmacherei. Wir behandeln ja alle, als wären sie infiziert. Das ist das Grundwesen von Lockdowns. Jeder ist ein potenziell Infizierter, also müssen alle ihre Kontakte massiv einschränken. Und das nur, weil wir nicht zulassen wollen, dass identifiziert und nachverfolgt wird. Und seit einem Jahr kämpfe ich darum. Der Spiegelartikel hatte keinen anderen Inhalt, als zu sagen, lasst uns risikodifferenziert vorgehen und lasst uns unterscheiden, wo die Risiken sitzen, wer ein hohes Todes- und Erkrankungsrisiko hat und wer ein hohes Risiko in der Situation erzeugt, die Infektion weiterzugeben. Das haben wir nicht gelernt. Ein ganzes Jahr lang haben wir das nicht gelernt und bleiben bei der undifferenzierten Strategie, die 99% Nicht-Infizierte genauso behandelt wie maximal 1% Infektionsverdächtige, von denen viele die Infektion aber gar nicht weitertragen können. Und das wäre nach vorne betrachtet meiner Auffassung nach so wichtig, weil das ja wahrscheinlich nicht die letzte Pandemie ist. Es ist sehr wahrscheinlich, dass noch andere Viren über uns hinwegfluten. Und beim nächsten Virus, das über Atemwege übertragen wird, will ich auf meinem Handy eine App haben, wo ich draufdrücken kann, dass die jetzt aktiviert wird und meine Bewegungsprofile aufzeichnet. Weil nur dann meine bürgerlichen Freiheiten geschützt sind vor weiteren Lockdown-Diskussionen.
Vielen Dank, aber das waren ja jetzt ungeheuer viele Stichworte für einen bekennenden Liberalen. Christopher. Das bin ich. Ja, ja, genau. Das habe ich nicht in Frage gestellt. Ich freue mich, genau. Ich sage ausdrücklich, wir sind nicht in der liberalen Veranstaltung hier, also wir sind beim Weltethos-Stadtgespräch. Da geht es aber auch um Freiheit, da geht es um verantwortete Freiheit, ganz zentral. Das ist ja das, was unser Gründungsdirektor, der Klaus Dirksmeier, stark gemacht hat. Wir müssen unsere Freiheit verantwortlich gebrauchen, sonst ist sie auch keine Freiheit, sondern Rücksichtslosigkeit. Und was genau, welche, in welchen Formen diese Verantwortung dann leicht fällt, das ist die Aufgabe dann einer Lebenschancenpolitik. Die haben wir hier in der ersten Sitzung auch angesprochen mit der Frau Dr. Harsch, mit unserer Sozialbürgermeisterin und unserem Professor Jürgen Volkert, der den Lebenschancenansatz erläutert hat, den wir ja am Weltethos-Institut ebenfalls stark machen. Lebenschancen heißt, jeder kann sein eigenes Leben selbstbestimmt und verantwortlich leben. Und das braucht Voraussetzungen. Das geht nicht ohne Voraussetzungen. Lebenschancen sind Lebensweltchancen. Das sind Chancen, die ich konkret habe, die ich gebrauche, Freiheiten, die ich gebrauchen kann. Und da ist dann eine Stadt und da ist das Lokale so wichtig, ja, dass man sagt, wir wollen, dass Leute ihre Lebenschancen nutzen können, dass man sich den Lebenschancen verpflichtet und sagt, wir wollen, dass jeder selbstverantwortlich seinem Leben nachgehen kann und nicht einfach bloß quasi von oben sagen, jetzt bleibst du daheim. Und das gehört auch mal dazu, Boris, dein berühmter 3 Sekunden, bleibe daheim, Leute. Wie war das? Genau. Also, da ist der Weckerlin schuld. Also das wollte ich nochmal sagen, das war eine Inszenierung im Landestheater. Gell? Bleibe daheim, Ersickel war Landestheater Tübingen. Also, ja, ich habe sehr wörtlich, ich habe das auch weiterverbreitet. Aber jedes Ding hat seine Zeit und wir lernen dazu. Und ich glaube, das ist wichtig. Das, was ich will, dass die Leute von, oder dass wer auf Tübingen schaut, muss mitnehmen, dass Tübingen eine Form der lernenden Demokratie ist. Dass hier miteinander, füreinander lernen die Lebensform ist, ja, eine demokratische Lebensform. Und das heißt, dass wir einander zuhören, dass wir uns auch Rechenschaft abgeben in der Öffentlichkeit, dass man miteinander spricht, dass man weiß, die Mutter aller Dinge ist die Diskussion. Ja, und ist das Zuhören, das Dazulernen, das sich korrigieren, das Neue, das macht das Ganze auch so experimentell. Und ich glaube, das ist, wenn wir was stärken müssen in Deutschland, dann ist auch das Verständnis, dass Demokratie ein lernendes System ist, ein System, wo wir ständig besser werden können, weil wir ständig aus Fehlern lernen, uns korrigieren. Und das ist, was wir im Kleinen, glaube ich, in Tübingen probieren und wo wir besonders gute Voraussetzungen haben. Das ist vorher auch dargestellt, Boris. Wir haben besonders gute Voraussetzungen, dass wir zu den Strategien kommen, zu denen wir jetzt kommen. Die Strategien selber können aber woanders auch nachgemacht werden. Dafür brauchst du keine Universität und kein Uniklinikum und dafür brauchst du noch nicht mal einen Boris Palmer oder eine Lisa Federle. Du kannst nachmachen, aber dass es hier erfunden wurde, das hat dann eben auch was mit der Tradition zu tun hier. Der Bundespräsident Steinmeier war da beim Weltethos-Gespräch, hat die Weltethos-Rede gehalten und hat erinnert an den Hölderlin Satz, seit ein Gespräch wir sind. Er hat gesagt, Tübingen ist ein Ort, wo das Gespräch eine große Tradition hat, das öffentliche Gespräch. Und Tübingen ist ein Ort der Weltverantwortung, ja, wo wir uns fragen, was ist Mitwelt, wo sind wir verantwortlich für Mitwelt, Umwelt, Nachwelt? Was können wir dafür tun, dass es anderen Leuten auch gut geht, dass die auch, ich sag mal, in verantworteter Freiheit leben können? Und ich glaube, das ist ja eine Vorstellung von Demokratie, von der lernenden Demokratie, die uns widerstandsfähig macht, wo man sagen kann, Tübingen lernt sich gesund, ja, Tübingen experimentiert sich immun. Das ist das Ziel, das ist der Weg. Und so wollen wir uns aus der Krise rauslernen, sozusagen, über diese Experimente, über die öffentliche demokratische Reflexion. Also Botschaft, aus Tübingen kommt ein Demokratiemodell, was dazugehört zum Erfolg her. Nicht schlecht. Das ist ja fast schon ein Schlusswort. Aber wir sind noch nicht so ganz am Ende. Wir haben uns halb vorgenommen und es sieht nach einer Punktlandung aus. Wie willst du es mit Fragen halten vielleicht? Wir haben natürlich. Wir haben entschieden, dass wir die Fragen im Nachgang beantworten. Also ich hatte Ihnen ja die E-Mail-Adresse gezeigt, stadtgespräch@weltethos-institut.org. Und da können Sie uns gerne dann noch ansprechen und wir werden es dann entsprechend uns kümmern, weil wir haben so guten Zulauf, dass wir jetzt, sag mal, in der Diskussion das nicht mehr richtig aufgreifen können. Ich würde gerne für die Abschlussrunde noch 2 Sachen vielleicht ansprechen. Das eine ist, in Tübingen gilt ja auch das Prinzip Eigensinn. Das heißt, wenn ich so ein bisschen anschaue, was Sie auch über Ihre Strategie erzählt haben, sagen Sie immer, na, ich kann jetzt nicht warten, bis die mir das Nasenbohren erlauben da oben. Ja? Das ist so ein berühmter Palmer-Satz gewesen. Also was jetzt der Bund und das Land da so an Verordnungen rauslässt, wir müssen jetzt direkt hier entscheiden. Ja?
das bringt sie natürlich in allerlei auch Konflikte rein. Ja? Und das hängt mit meiner zweiten Frage zusammen. Wir reden über Lernprozesse, wir reden auch über technische Möglichkeiten. Das ist ja für die Deutschen ein bisschen so eine Art, man könnte sagen, Scham, dass sie technisch diese Impfsache nicht hinbekommen. Ja, also wenn man jetzt vergleicht mit anderen Ländern, das wird ja immer wieder thematisiert. Ja, das Volk der Ingenieure, das Volk der Planer und Organisatoren und dann passiert sowas. Ja, aber die Voraussetzung für das Technische und Organisatorische ist ja oft eine ethische. Das sage ich jetzt nicht nur, weil wir im Weltethos-Institut sind, sondern es liegt ja auf der Hand, dass man ganz bestimmte Voraussetzungen braucht, um diese Prozesse zu starten. Die beiden Dinge würden mich nochmal interessieren. Also woher quasi Eigensinn? Was ist die Voraussetzung für diesen, ich sage jetzt mal im guten Sinne bürgerlichen Eigensinn, dass man schafft zu sagen, nee, lass mal damit deine Verordnung, wir müssen jetzt hier entscheiden. Und das Zweite ist, was sind denn eigentlich so die ethischen, moralischen Voraussetzungen, um wirklich diese Lernprozesse gut aufzusetzen? Das würde mich nochmal interessieren. Das wäre, glaube ich, ein schöner Abschluss jetzt für diese Diskussion. Herr Palmer. Da gehen wir jetzt noch weiter zurück in der Geschichte zur Universitätsgründung. Sie kennen ja alle das, den Wahlspruch von Eberhard Imbarte, Attempto, ich wag's. Und das hat, glaube ich, auch ganz viel mit Tübingen zu tun. Wer was Neues erkunden will, der muss erstmal ein Wagnis eingehen. Wenn man Risiken gar nicht ertragen kann, dann wird man nichts Neues entdecken und nichts Neues erkunden. Und das ist schon etwas, das, glaube ich, hier in unserer Stadt machbar ist, wo vielleicht andere dann, weil sie den Wissenschaftsprozess so auch nicht verinnerlicht haben, also wer Wissenschaft betreibt, muss Neuland betreten wollen, sonst kann man es ja lassen, wo vielleicht andere auch nicht die gleichen Voraussetzungen haben wie so eine schöne schwäbische Geistes- und Universitätsstadt. Und das Schwäbische ist natürlich auch was Widerständiges. Und ich bin ja Urschwabe, über viele Generationen im Remstal gezüchtet. Und seit dem Tübinger Vertrag hat das Bürgertum in Württemberg immer wieder sich seine Rechte gegen den Herzog erkämpfen müssen. Und das ist, glaube ich, tatsächlich so etwas wie mentale Disposition. Im Fall meines Vaters kommt da noch eine ganze Menge weiterhin dazu, aber das Schwäbisch Aufsässige bis hin zu Schiller und Kohlhaas, das ist nicht nur eine Erfindung. Wer hier im Land unterwegs ist, weiß, da ist was dran. Das ist eine eigenständige Tradition, die es in Preußen so nicht gegeben hat. Und die begünstigt es. Und dann gibt es halt Charaktere und Typen. Jetzt, wenn wir vorher nochmal Asterix und Obelix nehmen, dann würde ich jetzt sagen, nach dem, was ich gehört habe, Lisa Federlich, unser Miraculix. Ja? Und ich bin halt der Majestix. Und mir ist bewusst, dass Majestix nicht nur vorteilhaft dargestellt wird in den Comics. Als ethischer Mathematiker bist du habituell das Gegenteil natürlich von Majestix. Ja. Ja, aber ich will ein bisschen auf den Dorfhäuptling rauf, ist ja auch so ein verbotener Begriff, benutze ich jetzt auch noch, um ein paar Leute zu provozieren. Ja. Da jetzt einfach zu sagen, Leute, ich habe ja die Verantwortung für den Laden. Und jetzt ist mir ehrlich gesagt wirklich egal, wer gerade wieder nur Probleme hat, wo es Lösungen braucht. Und es interessiert mich jetzt auch nicht, wer noch die 87 weitere Bedenken aufschreiben kann. Das ist eine Technik, die unter normalen Umständen okay ist, auch nicht immer Freude bereitet. Ich kämpfe da viel mit Verordnungen, die man besser nicht liest, weil sie einfach weltfremd sind und nicht mit der Praxis zusammenpassen. Aber in der Pandemie geht es gar nicht, weil in der Pandemie Schnelligkeit zählt. Man muss vor der Lage sein. Wer meint, man könne erst noch Vergabeordnungen abprüfen und 87 Vorschriften beachten, die das Virus alle gar nicht kennt, der wird immer scheitern. Und wir sind in dem Sinne überbürokratisiert in unserem Land und deswegen funktioniert die Planungskultur, die sozusagen unter Normalumständen weltweit beneidet wird, unter Pandemiebedingungen schlicht nicht. Das Virus entzieht sich diesem Zugriff durch vollendete Planung. Es ist mit unserem Perfektionsanspruch nicht zu behandeln, sondern da muss man Trial and Error machen. Da muss man mit 80% Gewissheit loslegen. Ein ganz schönes Beispiel dafür, da würde ich auch gern Karl Lauterbach loben, ist unsere Impfstrategie. Für mich als Mathematiker, wird jetzt gerade angesprochen, war sofort klar, ich kam nicht auf die Idee, aber Lauterbach hat sehr früh gesagt, lasst uns die zweite Impfung so weit wie möglich nach hinten schieben. Weil der Großteil der Schutzwirkung entsteht nach der ersten Impfung. Und wenn ich 10 Millionen Leute impfe statt 5, und da 80% der Schutzwirkung schon habe, dann habe ich einen riesen Vorteil, viele Menschen vor schweren Erkrankungen und Todesfällen geschützt. Was haben wir Deutschen gemacht 3 Monate lang? Wir haben den Beipackzettel angeguckt und da stand aber drin, nach 3 Wochen muss geimpft werden. Und sicher war jetzt für unsere Welt das, was im Beipackzettel steht. Nicht die Risikoabwägung, wie viele Leute retten wir das Leben. Es hat 3 Monate gedauert, bis dieser Fehler korrigiert wurde. Die Briten haben es von Anfang an anders gemacht. Die haben durchgeimpft, was das Zeug hält. Und der Johnson hat gesagt, und wenn ich die zweite Impfung erst in einem halben Jahr kriege, egal, bis dahin
sind die Leute jedenfalls schon mal vor dem Tod geschützt. Vielleicht werden sie noch infiziert, aber sie werden nicht mehr sterben. Und das ist eine andere Kultur. Und unsere Kultur passt an der Stelle nicht zu den Herausforderungen, die eine Pandemie mit sich bringt. Das sieht man auch. Und letzte Anmerkung an den USA, Zulassungsverfahren, damit ich es auch noch unterbringe. Dort wird zugelassen, wenn man sagen kann, der Nutzen ist größer als der Schaden. Bei uns wird zugelassen, wenn die EMA überprüft hat, ob die Tabellen im Quer- oder im Hochformat eingereicht wurden. Das ist kein Witz. Eine Beanstandung für die BioNTech-Zulassung war, die sollen die Tabelle aus Querformat in Hochformat bringen, sonst kann sie in Brüssel nicht gelesen werden oder nicht richtig verstanden. Das kostet uns 4 Wochen Zeit. Ja, in der Zeit impfen die Briten und die Amerikaner kaufen alles auf. Und da, also ich bin sowieso ein Typ, der sagt, Leute, die Sachen müssen vorangehen. Ich bin jemand, der hands-on ist, der sagt, das muss jetzt passieren, das wird jetzt endlich gemacht und lasst mich doch mit den Bedenken in Frieden. Gehe ich manchmal ein bisschen über meine Leute hinweg, will ich einräumen, das ist nicht immer gut. Ja. Aber in der Pandemie muss man das machen. Und das ist mein Majestix-Anteil an der ganzen Nummer, dass ich sage, ich warte da nicht mehr. Wenn der gesunde Menschenverstand sagt, das muss jetzt passieren und es wirklich um Leben geht und wirklich darum geht, in dieser Pandemie durchzukommen, dann legen wir los. Dann geben wir diese Tests in die Hände von Eltern und Kindern und die dürfen sich selber in der Nase bohren. Und siehe da, 6 Wochen später wird es natürlich landesweit von allen so gemacht. Nur haben wir rechtzeitig unsere Kinder getestet und viele Infektionen verhindert. Vielleicht darf ich das ergänzen, genau. Also das eine ist, die Leute haben mir zu mir gesagt, lass den Boris nicht mit seinen Heldengeschichten durchkommen. Ja, und das ist gut. Mal, ich glaube, es braucht auch jemanden, Majestix, der auch mal sagt, jetzt machen wir was, und der auch mal einen Ton setzt, der auch eben streitfähig ist. Ja, aber mir ist auch wichtig, Tübingen insgesamt ist eben auch ein, ja, ein bereite Stadt. Man sieht es an den Leserbriefen auch, man sieht es, wenn man durch Stadtbild läuft, auch an normalen Tagen. Die Leute sind miteinander im Gespräch. Es ist immer irgendeine Demonstration auf dem Tübinger Holzmarkt, ja, dem Speaker's Corner sozusagen von Tübingen. Also das sind, glaube ich, das muss man dazu sagen, es ist nicht bloß Federle und Palmer, die beide, vor allem auch die Lisa Federle, natürlich enorme Spuren gezogen haben. Auch die Lisa Federle, die uns gezeigt hat, was mit Testen alles geht. Also das ist halt sozusagen der flügellose Engel von Tübingen, die Frau Federle. Und das, da sind wir denen dankbar. Aber es geht hier um den Blick auf das Gesamtsystem und diese Form von Neugier, von Experimentierfreude, auch von Pragmatismus, den kann man auch andernorts einüben und ermutigen. Mir scheint, dass er nicht immer ermutigt wird, mir scheint auch, dass er auf Bundesebene eigentlich überhaupt nicht daheim ist. Da sehen wir ja viel Perfektionismus bis zum Abwinken. Meine auf Landesebene, als meine Mutter sich angemeldet hat zum Impfen, dachte ich, wollen die ein Archiv aufbauen oder wollen die impfen gehen? Ja, es ist unmöglich gewesen. Ich hätte ohne die Betreuung meiner Schwester das gar nicht durcharbeiten können, weil so viel Bürokram da war. Ja. Und das ist. Aber Christopher, das sage ich jetzt mal Heldengeschichte. Wenn ich da was zu entscheiden hätte, würde ich sowas nie gemacht. Das gibt es in meiner Stadtverwaltung. Da sage ich, nein, das kommt nicht in die Tüte. Das ist keine Heldengeschichte. Das ist einfach so. Und du hast aber auch eine gute Stadtverwaltung. Jetzt wollen wir die auch nicht. Ich habe eine super Stadtverwaltung. Ich sage nur, also. Logisch, und auch super erste Bürgermeister. Wenn ich die super Leute nicht um mich herum hätte, wäre ich nichts. Aber er hat ja gerade eine Frage gestellt, die bestimmt einen Aspekt rausgekehrt hat. Wie ist das, wenn man über diese Vorschriften sich hinwegsetzen muss? Und das heißt schon oder so, wenn der Chef nicht bereit ist, diese Verantwortung zu tragen, weil wenn es schief geht, weißt du auch, wer dann nachher der Kopf hinhält und auf wen alle zeigen. Ja? Wenn der Chef nicht bereit ist, diese Risiken zu tragen, dann geht es halt nicht. Absolut. Und insoweit ist das meine Aufgabe, zu sagen, jawohl, das machen wir jetzt. Also Exit braucht Experimente. Wir machen das in Tübingen vor und ich glaube, das kann man lernen. Und dann macht man auch Fehler und ist auch gut so. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir eine Fehlerkultur haben, auch in Tübingen, auch im Land. Ich fand gut, dass Merkel gesagt hat, das war ein Fehler. Ich fand das ein ganz wichtiges Signal. Ich würde mir auch gern wünschen, dass der Spahn sich daran erinnert, dass er früh gesagt hat, was ich auch sehr gut fand. Wir werden Fehler machen, die müssen wir uns dann auch verzeihen. Ja, Fehler muss man verzeihen, wenn aus ihnen gelernt wird. Aber da haben wir noch einiges vor uns, glaube ich, in diesem Lernprozess. Und ich glaube, die Botschaft, die wir auch vom Weltethos-Institut haben, ist eigentlich das, oder die uns nochmal sehr viel deutlicher geworden ist, diese, wenn wir Weltverantwortung wahrnehmen, wenn wir unsere Freiheit verantwortlich gebrauchen, dann müssen wir mit anderen ins Gespräch darüber gehen, was das macht, was wir tun, was das für Konsequenzen hat für andere. Und dann müssen uns die anderen Feedback geben und müssen sagen, das macht mit mir das, das macht mit mir das so. Und dann
können wir uns gegenseitig einstellen, uns gegenseitig informieren, aus vielfältiger Perspektive und bessere Lösungen. Reden macht bessere Lösungen. Ja, das ist aus der Diskussion kommt sozusagen Fortschritt. Und ich glaube, das ist eine Botschaft, die müssen wir von Tübingen aus auch senden. Also gibt es ein besseres Schlusswort? Eigentlich nicht. Also ich hoffe ja sehr, dass Frau Federle jetzt zugehört hat, weil das mit dem flügellosen Engel, ich meine, wer braucht da noch ein Bundesverdienstkreuz? Ja? Das ist doch großartig. Ja? Also an alle, die jetzt zugehört und zugeschaut haben, wenn Sie glauben, in Tübingen sei alles vollkommen in Ordnung und hier sei das Paradies, dann kommen Sie einfach mal her, überzeugen Sie sich und schauen Sie sich an, ob es stimmt oder nicht. Ja? Der wichtige Punkt scheint mir zu sein, solche Gespräche wie die hier und solche Vorlesungen, diese Lernprozesse, die werden noch wichtiger. Ich glaube, die werden deshalb noch wichtiger, weil die Krisen noch lange nicht vorbei sind. Ja? Die Krise ist permanent. Ich beschäftige mich ja viel mit Finanzfragen und Börse und sowas. Und da ist es offensichtlich, die Krise ist der Normalzustand, aber auch wir erleben es in unserem Alltag. Wenn wir die Krise nicht verstehen, wenn wir in der Krise nicht mehr manövrierfähig sind, dann wird es sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, was wir alle gelernt haben aus dieser Ringvorlesung, aus den vielen, vielen Gesprächen, die wir geführt haben, ist, dass, um eine Krise zu bewältigen, sachliche Probleme gelöst werden muss, und zwar hands-on, wie Sie so schön gesagt haben, Herr Palmer, hands-on, ohne auch immer noch auf irgendwelche Vorschriften zu achten, aber gleichzeitig auch aus dem richtigen Geist heraus. Deswegen, das meinte ich vorhin mit, was sind denn so die ethischen Grundlagen? Also das, was wir in Tübingen erlebt haben, in einem guten Sinne, war Mitmenschlichkeit, ja? Dass das Praktische dazu beigetragen hat, dass Menschen aufeinander aufpassen. Ja? Das finde ich persönlich besonders beeindruckend. Und deswegen möchte ich Ihnen noch einmal danken, natürlich auch dir, Christopher, für dieses tolle Gespräch. Und ich finde, wo wir doch jetzt heute den ganzen Abend im gallischen Dorf waren, ich will jetzt kein lateinisches Zitat am Ende, das wäre vielleicht doch ein bisschen stark, ja, obwohl ich viel Latein durch Asterix gelernt habe. Aber vielleicht können wir noch mal einen Satz für diese Krisen der Zukunft. Was, wenn man das in einem Satz zusammenfassen wollte, was wäre denn Ihr Kernsatz, Herr Palmer, um zu sagen, so können wir den Krisen der Zukunft mit weniger Angst entgegentreten? Die große Krise der Zukunft, die ich sehe, ist ja die Bedrohung durch den Klimawandel. Und wenn wir da irgendwas lernen können aus dieser Pandemie, dann doch wohl, dass wir in der Lage sind, enorme Ressourcen zu mobilisieren und bis dahin Undenkbares miteinander zu verabreden und in Gesetze zu gießen, wenn wir eine Gefahr ernst nehmen. Und das ermutigt mich. Also was da alles jetzt machbar war im letzten Jahr, was wir vor 2 Jahren alle miteinander für völlig unmöglich gehalten hätten, im Angesicht einer als akut empfundenen Bedrohung, das ermutigt mich. Denn allmählich setzt sich ja wohl doch die Erkenntnis durch, dass der Klimawandel langfristig gesehen noch eine weitaus größere Bedrohung für die Weltgemeinschaft darstellt als diese Pandemie. Und wenn wir das daraus lernen, dass wir mit Entschiedenheit und Entschlossenheit auch in Demokratien in der Lage sind, massiv umzusteuern und Probleme offensiv anzugehen, dann hat vielleicht diese Pandemie sogar was Gutes. Das wäre meine Hoffnung. Dankeschön, Christopher. Meine Hoffnung ist, dass Lernen befreit, ja, dass Dialogfähigkeit sozusagen uns ein Stück besser macht, dass das, was wir jetzt hier sehen an Kreativität, auch an Kritik, an Korrektur, dass das Schule macht. Also, dass diese Form des öffentlichen Miteinanderlernens Schule macht. Ich würde mir auch wünschen, dass in Berlin viel stärker öffentliche Gespräche, Hearings stattfinden mit den Virologen, aber auch mit anderen WissenschaftlerInnen, wo wir ein Gesamtbild uns erarbeiten. Boris, du warst ja dabei, als hier 2010, glaube ich, 2011, gell, diese Aufarbeitung war mit Heiner Geißler zu Stuttgart 21, da ist das Niveau der Debatte, der öffentlichen Debatte gestiegen, ja, weil öffentlich verhandelt wurde, was die Fakten sind, wie man sie unterschiedlich bewerten kann. Und diese Formen der Rationalisierung der Debatte bedeutet, dass wir Demokratie auch organisieren müssen als öffentliches Gespräch. Das kommt nicht von selber und das geht schon gar nicht, sagen wir mal, auf Twitter oder im Twilight von Kanzleramt, sondern das muss organisiert werden. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe, der wir uns noch verstärkt stellen müssen. Wenn uns das gelingt, Dialogfähigkeit zum Treiber des Fortschritts zu machen, dann haben wir in Tübingen ein Vorbild hoffentlich geliefert, was uns auch hoffentlich dann gut durch die oder widerstandsfähig macht für die Klimakrise. Wunderbar, vielen Dank. Also gleich 2 tolle Schlussworte. Ich danke
den beiden Diskutanten. Ich danke unserem Publikum und ich kann nur sagen, bitte schalten Sie mal wieder ein, kommen Sie mal wieder rein, schauen Sie, was wir so hier machen. Und wie gesagt, unter stadtgespräch@weltethos-institut.org können Sie uns noch weitere Fragen stellen oder Anregungen geben. Wir freuen uns, denn Dialog ist bei uns nicht nur eine Floskel. Also hoffen wir, dass vieles von dem, was heute diskutiert wird, weiter so umgesetzt wird, dass niemand irgendwann sagen muss, die spinnen, die Tübinger, sondern dass man stolz und froh sein kann, wenn man das hier mitverfolgen darf. Und wir tun unseren Teil dazu. Einen schönen Abend, herzlichen Dank und alles Gute, bleiben Sie gesund. Danke für die tolle Organisation des Gesprächs. Alles Gute Ihnen.